Wir kommen heute mal wieder zu ein paar neuen Clicker-Games und das erste Spiel ist High Profits, was ich jetzt gleich mal mit euch anschauen werde und mal sehen, was dort alles zu klicken geht. Okay, als erstes soll ich die nette Pflanze anklicken, um sie natürlich wachsen zu lassen, beziehungsweise ich muss nur einmal anklicken, um sie zu starten und nehme dann auch gleich das Geld ein. Okay, also fangen wir gleich mal mit dem automatisch Klickern an und mal gucken, was es hier jetzt sonst noch so zu holen gibt. Also nochmal hier. So, das ist mein Stash, da habe ich anscheinend noch nicht allzu viel Zeug gesammelt. Okay, Badges gibt es hier auch. Dann Statistiken, die Zahlen sind immer gut. Lifetime Earnings 48 Dollar. Puff, puff. Das sind dann wahrscheinlich sowas wie die Angels bei Adventure Communist und Adventure Capitalist gewesen. Okay, die Unlocks. Hui. 626 Unlocks. Homegrow Speed mal 2. Und die bekomme ich, wenn ich 25 von den Dingen. Ah ja. Okay, das sind dann jeweils die unteren. Mal 3 bis mal 5 und dafür brauche ich 10.000 von diesen Teilen. Okay, da ist der Profit und da ist die das meiste ist Profit. Das mit dem Speed ist dann schon am Anfang gewesen. So, da haben wir dann noch mehr. Das heißt, die gehen dann nach und nach hoch. Das heißt, es sind gar nicht so viele hier. Natürlich einfach die verschiedenen Pflanzen, die ich hier dann alle noch erwerben kann. Soweit so klassisch. Upgrades. 250.000 Taler oder Hanf Money. Dann kommen hier die Puff-Puff-Upgrades, die Dampfwolken oder Qualmwolken. Profits mal 3, 10.000. Mal sehen, wie lange das dauert, bis ich da die ersten zurückgesetzt habe. Und das hier mit Sicherheit die Premium-Währung, die natürlich bei einem Free-to-Play nicht fehlen darf. Ey, kriege ich Eier. Mal gucken, inwieweit die auch im Spiel irgendwie gesammelt oder gewonnen werden kann. Wobei die Zeitvorsprünge sind bei einem Idle-Game oder beziehungsweise Clicker-Game ohnehin nicht sehr sinnvoll. Interessant sind dann höchstens solche Multiplier. Und das ist im Endeffekt ohne Restart. Gut. They trim your plants, they give a bonus. Ah, das sind dann schon die automatischen. Das heißt, die unterstützen mich dann, dass die Pflanzen automatisch gemacht wird. Und dann Simple Upgrader. Das dürfte dann hier oben so eine Anzeige sein. Obwohl das Spiel selber jetzt nicht von Helper Hippo Games ist, soweit ich es gesehen habe. Genau, das Spiel selber ist von Double Coconut. Aber sie haben sich auf jeden Fall sehr bei Adventure Capitalist auf jeden Fall bedient. Up in Smoke. Ja, genau, Reset Bonus 2%. Okay. Dann mal gucken, was wir noch im Shop ansonsten haben. Gut, das sind die Multiplier natürlich. Get Gold. Okay, da kann ich das in Gold umwandeln. Get Gems. Die gibt es nur gegen Echtgeld aktuell. Der Dünger ist dann so ähnlich wie diese Gold-Multiplier, die ich dann auch letztlich hier an der Stelle mit Gold kaufen kann. Gut. Naja, dann lassen wir mal ein bisschen weiterlaufen. Let's expand your business by this Maui Strain. Immerhin 60 Dollar. So, und das da unten sind auf jeden Fall dann die Anzeige, dass ich bei 25 letztlich den ersten Bonus bekomme. Und noch ein. So, genau. Home Speed mal 2. So, hier dann gleich mal aufpushen. Ich glaube, bei 1000 habe ich den ersten Trimmer bekommen, oder? Das heißt, da müsste doch dann eigentlich ziemlich bald verfügbar sein. So, mit dem nächsten wird mir das angezeigt.
Jawohl. Genau, dann mach dich mal an die Arbeit, dass ich da nicht extra was machen muss. New Event. Time Travel. Ja. Eine Dezillion. Was, die muss ich... Summer of Love. On the Horn. Jamaica. Macy. 420. Mhm. So, was ändert sich hier? Außer, dass das Ganze irgendwie teurer ist. Hier habe ich sogar ein... Achso, da kann ich einstellen, wie viel ich auf einmal kaufen möchte. So, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Back to your shack. So, da sind jetzt schon 5000 und... Hey, da wird mir sogar angezeigt, wie viel ich von dem Trimmer schon zusammen habe, bis ich den nächsten erwische. Dann machen wir doch hier gleich mal noch ein paar mehr. Mit 3000 geht der auf jeden Fall ziemlich flott dann, bis ich den nächsten kaufen kann. So, hier ist das Update auch gleich komplett. Dann dürfte der auch etwas schneller laufen. Hier wird leider nicht angezeigt, was das nächste ist. Okay, zweimal Speed. Doppelt so schnell. So, dann jetzt erstmal den nächsten zusammensammeln mit 15.000. Bei dir warte ich jetzt noch. So, mal gucken. 25. Nee, so viel kann ich. 25 kann ich nicht einstellen, aber 10. Damit kann ich den nächsten kaufen. Dann wäre es einfacher, wenn ich den gleich mit dem Klick vorne kaufen kann. So, der nächste ist jetzt bei 100.000. Das dauert natürlich noch ein bisschen. So, 4.000 ist nicht allzu viel. Wann ist denn jetzt eigentlich denn Heidi's Quotas to Unlock Special Bonuses? Jawohl. So, hier ist wieder die zweifache Geschwindigkeit und bei 50 ist da jetzt der nächste. Ich kann nicht zweimal hintereinander klicken, da brauche ich immer noch eine Pause dazwischen, das ist ja echt unpraktisch. So, der läuft jetzt schon konstant durch. So, dann nochmal ein Blick auf das andere Event, das zumindest noch 3 Tage geht. Und hier mal noch so weit, dass das hoffentlich dann möglichst bald automatisch läuft. Mal gucken, die Trimmer, die kosten auch unterschiedlich, 272 kostet sie hier. Und das dauert natürlich dann schon etwas länger. Aber die Upgrades werden wahrscheinlich... Achso, nee, das sind ja die wieder normale Boni. Die ich erst mit den Resets bekomme. Und die Unlocks, bei 10 bekomme ich hier bereits einen Bonus. Laufpad allerdings erst bei 100. Gut, also die Boni sind auch entsprechend unterschiedlich zugeordnet. Aber im Moment wachsen die Kosten auf jeden Fall nicht ganz so schnell wie der eine Dollar, den ich dazu bekomme. So, da kann ich noch relativ schnell jetzt die 10 erreichen. Und mal schauen, ob hier irgendwas... Okay, da ist das andere Zelt. Das sind die Badges, die wahrscheinlich auch... Sorry, you missed the Jamaica Haze Event. Na, so ein Pech. Can only be earned in the summer of... Ja, was, love? Mit 10 of every strain. Und das ist the Horror Event. 420 Event. Earn the exclusive bronze egg by achieving 3 of each strain in the game of the stoned event. Jaja. Alles rund um Hanf. So, 25 Profit Smoothie. Da gibt es dann gleich. Ja, der nächste ist jetzt, glaube ich, erst bei 100.
Ah, Moment, der Trimmer, die war schon verfügbar. Also her mit dir. So, der nächste ist jetzt auch erst bei 100. Da kann ich da auch gleich schon mal auf 10 hochgehen. Sind. Wie viel brauche ich bei dir? 4, 5. Das sollte ja relativ schnell gehen. So, dann den nächsten. Und hier jetzt mal gleich in 10er-Paketen einkaufen, weil im Moment steigt es ja noch ziemlich langsam. Und ich nehme schneller Gewinne dazu. 50 Profits to Smoothie, das ist der gleiche. Boah. Es geht ja rasant. So, dann gleich den nächsten. Dass die dort das ordentlich bearbeiten. Ja, dass dieser mit der Klicksperre, das finde ich ein bisschen unpraktisch. Da kann man gar nicht so schnell einfach ein paar dazu klicken. So, 5 und 1 Million. Auch gleich das Fünffache. Naja, das geht hier auf jeden Fall ziemlich flott. So, den hier jetzt auch gleich schon mal auf 100 bringen. 2 Millionen, das ist überhaupt kein Problem. Auch schon mal 25. Der nächste Trimmer. Weil ich weiß gar nicht, ob der schon. Weil noch gar nicht freigeschaltet. So, mal gucken, hier kann ich den jetzt schon 100 voll machen. Aber der nächste ist bei 2000. Dann gibt es den nächsten Bonus. 2,5 Millionen sind es jetzt. Dann kann ich den auch schon kaufen. Mal schauen, wo hast du denn jetzt deinen ersten bei 25? 99-facher Profit. So, 2.650 bei Sweet Dreams. 51 Millionen, naja, das dauert noch und viel bringen die im Moment eh nicht ein. Da lohnt es sich im Moment noch nicht sehr, in die anderen zu investieren. Dann lasse ich doch den erstmal laufen. Und schau mal wieder zu meiner Heiminsel zurück. Also, back to the others. Ja, eine 500.000, weil ich 5 Minuten weg war. Naja, mal schauen, ob ich die 500.000 für was Sinnvolles einsetzen kann. So, 50, 25. Machen wir doch den da gleich mal auf Fahrzeuggeschwindigkeit und den nächsten Trimmer eingestellt. So, hier jetzt erstmal schauen, dass ich da auch auf 25 komme. Das dauert noch. Okay, dreifache Profite. Das heißt, da sind jetzt 300 drin. Dann werde ich den doch erstmal auch auf 25 bringen, damit der deutlich schneller wird. So, aber das heißt, Game of Stone, das kann ich dann nachkaufen. You will need more cash. Ja, klar. Na, mach's doch nicht gleich wieder zu. So, die Frage ist, lassen sich die dann nochmal nachträglich aktivieren oder sind die einfach vorbei? Oder beziehungsweise wie oft wiederholen die sich? Aber schön, dass man das eine dann zumindest mit den Hanf-Dollars da irgendwie kaufen kann. Das nächste Upgrade. Und noch ein. Dann habe ich da auch den doppelten Speed drin. Na komm, jawohl. So, zweifache Geschwindigkeit. Und nochmal doppelte Geschwindigkeit. So, 500.000. Ja, damit. Ja, jetzt ist die Frage, den weiter bearbeiten. Den gibt es erst bei 1,2 Millionen.
Den muss ich noch selber starten. Und den jetzt hier wahrscheinlich erstmal noch auf 30 auch aufrunden. Ansonsten Unlocks ist erst bei 100, bei 200. Das ist noch eine Weile hin. Ah, hier kommt der nächste Upgrade. Grinder. 48.000, schon mal besser. So, beschleunigen kann ich hier jetzt mit Klicken natürlich nicht wirklich irgendwas, sondern ich kann es eigentlich nur starten. Und sobald die ganzen Auto-Dinger aktiv sind, habe ich an sich nicht mehr allzu viel zu tun. So, dann mal wieder zum Summer of Love schauen. Hier habe ich schon wieder 5 Minuten und 751 Millionen. So, der nächste Trimmer. Naja, 252 Millionen muss ich für den nicht ausgeben, vor allen Dingen, weil ich den ja noch gar nicht habe. Aber 25 Millionen, das ist doch schon mal gut, da den Multiplikator reinzuhauen. So, was hat man denn jetzt hier? Zwietrinks auf 50, das sollte doch hinzubekommen sein. Jawohl. Und den anderen auf 25. Na, das reicht noch nicht. Also dann starte ich mal die anderen beiden noch. Die brauchen schon 3 Minuten. Mal sehen, kann ich da noch irgendwas? Der nächste ist hier 400, 600. Laufbad ist 600. Und der ist bei 400 und bei 200. Da ist nicht allzu viel zu holen. Naja, statt Klicker ist es eben doch eher ein Idle Game, wo man gar nicht so oft so viel tun muss. Also wieder zurück und die nächste Pflanze gestartet. Auch 1,5 Minuten. Ah, der nächste Trimmer ist bereit. Wen trimmst du? Ah ja. Dann ist die Pflanze hier unten jetzt auch in Pflege. So, 25, dann ist da auch gleich die Geschwindigkeit verdoppelt. Und da oben ja wahrscheinlich auch, ja. Mal schauen, hier nochmal die 10. 2,6 Millionen. Ui. Fehlt jetzt nur noch einer. Und die Geschwindigkeit läuft doppelt so schnell. So, wenn der jetzt noch ein paar Mal durchgelaufen ist, bei dem lohnt sich ja im Moment noch nicht sehr. Aber den könnte ich natürlich dann gleich nochmal verdoppeln, bevor er durchgelaufen ist. So, die 25 machen wir jetzt noch komplett. Und den Einnehmer hier noch mit. Schnell, bevor der andere zu Ende läuft. 1,8 Millionen und hier doppelte Geschwindigkeit. Gut. So, der nächste ist jetzt hier bei 5 Millionen zu holen. Da gibt es hier dann mehr Profite, die auch dringend nötig sind. Ja, auf jeden Fall machen sie auf sich aufmerksam und wackeln rum, solange sie halt noch unbenutzt sind. Beziehungsweise der Timer einfach nicht läuft. Okay, aber so viel Spannendes gibt es hier jetzt nicht mehr zu entdecken. Also ein weiteres Idle-Clicker-Game im Stil von Adventure Capitalist. Und ja, viel Spaß damit. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.